Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich hier aus Jena zu unserer heutigen Online-Festveranstaltung am Schillertag. Mein Name ist Gunda Skobler. Ich führe Sie heute durch das Programm dieser Festveranstaltung. Egal von welchem Ort aus Sie heute dieser Veranstaltung folgen, ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen und hoffe, dass dieser kleine Einspieler am Anfang Sie schon ein bisschen eingestimmt hat auf Jena, vielleicht die eine oder andere Erinnerung geweckt hat bei denen von Ihnen, die nicht mehr vor Ort sind und auch Lust darauf gemacht hat, mal wieder hier in Jena vorbeizukommen, wenn das denn dann wieder möglich ist, dass man besser reisen kann. Eigentlich kommen wir ja traditionell am Schillertag in der Aula zusammen. Und zwar um einerseits die Promotionspreise und den Rowena Moores Habilitationspreis der Uni zu verleihen, aber nicht nur das. Es werden auch alle Promovierten des vergangenen akademischen Jahres geehrt. Und aufgrund der pandemiebedingten Situation haben wir das dieses Jahr mit einem Doppeljahrgang zu tun. Wir würdigen heute nicht nur die Promovierten von 2020-21, sondern auch von 2019-2020. Ja, die Feierlichkeiten finden online statt. Ich höre immer wieder, dass der eine oder andere langsam etwas digital müde wird und lieber auch vor Ort wäre. Aber gleichzeitig bietet das digitale Format natürlich auch einige Vorteile. Wir haben zum Beispiel einen Preisträger zugeschaltet aus Spanien und auch einige andere der Absolventinnen und Absolventen sind nicht mehr vor Ort in Jena und nicht in der Region. Und insofern ist das jetzt, was das angeht, zumindest relativ barrierefrei. Nichtsdestotrotz, ein paar Leute sind vor Ort, hier mit mir im Multimedia-Zentrum, im Studio des Multimedia-Zentrums. Da sind einige Mitglieder der Hochschulleitung, der Präsident der Universität, Herr Professor Rosenthal, der Vizepräsident für Forschung, Herr Professor Ponat und der Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung, Herr Professor Kantner. Außerdem haben wir eine Art virtuellen Festraum auf Zoom, in dem jetzt hier einige schon anwesend sind. Zum einen unsere Festrednerin vom heutigen Tag, Frau Professor Hottenrott von der TU München. Herzlich willkommen in unserem Zoom-Meeting. Außerdem sind die Promotionspreisträgerinnen und Preisträger von allen 10 Fakultäten und der diesjährige Habilitationspreisträger sowie der Preisträger des Dissertationsförderpreises des Alumni Jenensis e.V. Anwesend und über 70 Promovierte aus den 7 am Schillertag gewürdigten Fakultäten sind ebenfalls anwesend. Vielleicht wundern Sie sich über die Anzahl. Ist das alles, was in den letzten 2 Jahren hier an Promotionen an der Uni erfolgt ist? Das ist nicht so. Wir hatten in den letzten 2 Jahren über 900 erfolgreiche Promotionen an der Uni Jena. Dass jetzt heute nur ein Teil davon anwesend ist, liegt zum einen daran, dass 3 Fakultäten ihre eigenen Veranstaltungen zur Würdigung der Promovierten haben. Das ist die Medizin, die sehr viele Promotionen hervorbringt, die Physikalisch-Astronomische Fakultät und die Rechtswissenschaftliche Fakultät. Also damit ist schon mal ungefähr die Hälfte an anderen Veranstaltungen berücksichtigt. Und dann zum anderen liegt es natürlich auch daran, dass einige verhindert sind aufgrund von neuen beruflichen Herausforderungen, aufgrund von privaten Verpflichtungen. Und bei einigen liegt die Promotion jetzt auch tatsächlich schon 2 Jahre zurück. Also es ist schon eine Weile her. Umso mehr freue ich mich über all diejenigen, die es sich ermöglichen konnten, heute an der Feierstunde teilzunehmen. Herzlich willkommen, genießen Sie die Feierstunde. Es ist Ihre Würdigung von Ihnen und Ihrer Promotionsleistung, die Sie erbracht haben. Ja, und zu guter Letzt begrüße ich an dieser Stelle auch noch die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Livestream der Veranstaltung. Der Livestream bietet die Möglichkeit, dass eine noch viel größere Anzahl an Personen an der Feierstunde teilnehmen kann. Fakultätsmitglieder, Freunde und Förderer der Universität, Betreuerinnen und Betreuer, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und natürlich auch die Familie, die jetzt heute dann mit dabei sein kann. Ich freue mich, dass Sie alle zugeschaltet haben. Dadurch würdigen Sie auch nochmal die Leistung der Promovierten der FSU und zeigen Ihre Wertschätzung. Vielen Dank schon mal dafür. Falls Sie sich im Livestream wundern sollten, dass die Promovierten und Preisträger gerade noch nirgendwo auftauchen, da kann ich Sie beruhigen. Sie werden alle Anwesenden im Laufe der Veranstaltung zu Gesicht bekommen. Die Promovierten sind im Livestream immer dann zu sehen, wenn sie dann auch tatsächlich namentlich gewürdigt werden. Und nach der Ehrung jeder Fakultät wird es dann auch noch eine Art Gruppenbild geben. Da schalten wir dann also quasi in die Zoom-Session live rein. Bevor wir aber mit der Ehrung beginnen, möchte ich zunächst das Gespräch mit dem Präsidenten der Universität Jena suchen, mit Herrn Professor Dr. Rosenthal. Herr Rosenthal, die heutige Veranstaltung würdigt die
herausragende Leistung von den Promovierenden und Postdocs hier an der Universität Jena. Jetzt ist es schon das zweite Mal, dass wir diese Veranstaltung online durchführen und nicht im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung. Und ich habe ja schon auch eingangs gesagt, einige sehen sich so langsam nach Präsenzveranstaltungen, auch wenn es die Vorteile vom digitalen Format gibt. Wie schätzen Sie das ein? Werden uns digitale Großveranstaltungen erhalten bleiben? Nach meiner festen Überzeugung wird die Universität der Zukunft eine Präsenzuniversität sein. Und was ich mir wünschen würde, dass wir zu mehr Präsenz kommen, als wir vor Corona gehabt haben. Aber zugleich wird sie natürlich eine digitale Universität sein. Und da, glaube ich, haben wir auch einiges in der Krise gelernt. Wenn man sich dann einen Tag auf dem Campus an der Universität vorstellt, kann das vielleicht so gehen. Man kommt morgens, es gibt irgendwo einen Ort, wo man gemütlich einen Kaffee trinken kann. Dann gehen die einen in eine Präsenzveranstaltung. Die anderen machen ein Seminar, ein digitales Seminar, und man geht dann zurück an einen Arbeitsplatz. Das kann in einem Gruppenraum sein, kann aber auch ein Einzelarbeitsplatz sein, der vielleicht sogar abgeschirmt ist, sodass man wirklich in Ruhe dort arbeiten kann und auch wieder an einer Online-Veranstaltung teilnehmen kann. Es gibt also diesen Wechsel zwischen Präsenz und Online, aber das alles findet, man ist in den Räumen der Universität, und dafür müssen die Aufenthaltsräume geschaffen werden. Und ein bisschen haben wir das ja in der Bibliothek auch schon so begonnen, die jetzt zurzeit auch wieder so nutzbar ist. Wir haben natürlich alle in der Pandemie jetzt die Präsenz neu schätzen und kennengelernt. Und es ist klar, die Wissenschaft braucht immer den Austausch. Sie braucht auch den persönlichen Austausch. Da ist die Diskussion in den Seminaren aber genauso wichtig. Es passiert einiges vor und nach dem Seminar. Man trifft sich in den Pausen, auf den Fluren. Und es ist auch eine alte Erkenntnis, dass wissenschaftliche Erkenntnisse praktisch so auf den Fluren in den Pausen entstehen. Ein schönes Beispiel jüngeren Datums ist die Genschere CRISPR-Cas. Die Genschere wird die Zukunft der Biologie verändern, auch therapeutisch, also für die Medizin ganz wichtig sein. Und da kam eben auch die Idee von zwei Kolleginnen in einer Pause zu diesem Konzept. Und es gibt nicht wenige, die sagen, der wichtigste Ort für die Wissenschaft, für Forschung und für Lehre ist die Cafeteria. Man kann sagen, irgendwelche Aufenthaltsräume. Dort werden die Ideen geboren, die dann uns auch wirklich voranbringen. Es gibt natürlich auch Vorzüge der Digitalisierung. Die asynchrone Lehre ermöglicht es zum Beispiel Studierenden, Eltern, den Zeitpunkt des Lernens selbst zu bestimmen. Und man verpasst nichts, wenn die Kinderbetreuung einmal ausfällt. Es können auch die sich mehrmals Lehrinhalte anschauen, die das gerne so möchten, die in kleineren Einheiten lernen möchten. Und gute digitale Lehre kann auch Sprachbarrieren lösen und Studierende inkludieren, die Beeinträchtigungen haben. Digitale Lehrformate sind gut für einen breiten Zuhörerkreis. Und ich weiß von Berichten, hier auch aus unserer Uni, dass einige Vorlesungen, zum Beispiel Veranstaltungen, weltweiten Anklang finden, dass also Studierende sich aus aller Welt zuschalten. Also die globale Universität, auch das hat jetzt die Digitalisierung möglich gemacht. Und das Fazit wäre dann insgesamt, die Universität bleibt eine Präsenzuniversität. Es wird hoffentlich mehr, aber eine andere Präsenz geben. Und digitale Formate werden die Präsenzuniversität bereichern. Die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die wir jetzt heute würdigen, die haben teilweise jetzt bis zu 3 Semester schon digital verbracht, mit digitaler Lehre, mit digitalen Forschungsseminaren und Ähnlichem. Ist das ein Manko in der Biografie? Wird es jetzt eine Art Generation Corona geben, wo man die Abschlüsse anders beurteilen muss? Kann ich mir nicht vorstellen, und ich glaube, das wäre auch in keiner Weise gerechtfertigt. Ich hoffe aber, dass die Abschlüsse anders beurteilt werden, aber nicht als Malus oder als Mangel. Sie, liebe Doktoris, haben vielleicht das Gefühl, dass die Pandemie Sie ein Jahr ausgebremst hat. Man hört immer wieder das Wort von den verlorenen Jahren, oder man spitzt noch ein bisschen zu, verlorene Lebenszeit. Vielleicht haben Sie wirklich das Gefühl, etwas verpasst zu haben in den letzten Jahren, aber ich denke, Sie haben auch etwas gewonnen. Sie haben Resilienz bewiesen, Sie haben Widerstandskraft gezeigt in einer schweren Zeit, haben sich über Nacht praktisch auf digitale Formate umgestellt. Sie können heute sicher mit denen umgehen. Sie haben gelernt, sich schnell auf neue Situationen einzustellen, und Sie haben Ihre Arbeiten in dieser Zeit abgeschlossen. Sie haben sich also nicht aufhalten lassen, auch wenn es sicher hier und da zu Verzögerungen kam. Sie haben auch ganz neue Erfahrungen teilweise gemacht. Sie haben sich für andere engagiert im Gesundheitsamt
oder im Seniorenheim, haben im Corona-Hackathon einen Ehrenamtsfinder mitentwickelt und haben für Nachbarn oder Familienmitglieder in Quarantäne eingekauft. Sie haben vielleicht mit der Kontaktreduktion gelebt, waren isoliert oder getrennt von den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vielleicht war jemand in Ihrem Umfeld oder sogar Sie selbst an Corona erkrankt. Vielleicht hatten Sie Angst vor neuen Infektionskrankheiten und vor Ihren und möglicherweise langfristigen Folgen. Vielleicht haben Sie sogar jemand verloren. Vielleicht kennen Sie aber auch niemanden, der von einem schweren Verlauf betroffen war. Und Sie haben sich dennoch solidarisch gezeigt mit den Älteren und den Schwächeren in unserer Gesellschaft. In jedem Fall haben Sie der Krise getrotzt. Sie sind nun promoviert und habilitiert und gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Um nochmal zur Anfangsfrage zurückzukehren, ja, ich denke, man wird Ihre Lebensläufe anders bewerten, aber positiv. Die Gesellschaft braucht Sie gerade mit Ihren neuen Stärken, mit Ihren Erfahrungen, um nach Überwindung der Pandemie auch die Folgen der Krise zu überwinden. Jetzt haben Sie auf das Ende der Pandemie auch schon hingewiesen. In Zeiten der Corona-Pandemie sind ja viele Augen auf die Wissenschaft gerichtet. Keine politische Entscheidung fällt im Prinzip ohne die Beratung durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie sehen Sie denn da auch vielleicht die Krise als Chance für die Wissenschaft? Wird sich der Umgang mit anderen globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel gegebenenfalls auch dadurch beeinflussen lassen, durch diese andere Wahrnehmung von Wissenschaft in der Krise? Ich habe dem Absolventenjahrgang 2019, also dem Jahrgang noch vor Corona, gesagt, promoviert werden im Jahr 2000, das heißt, sich in einer Welt zu bewegen, die der Wahrheitssuche oft nur wenig abgewinnen kann. Zum Beispiel, wenn diese Suche zu unbequemen Einsichten führt. Ich habe wirklich den Eindruck gewonnen, dass sich das massiv verändert hat. Ich würde es heute nicht mehr so pessimistisch formulieren. Die Pandemie hat sehr schön gezeigt, finde ich, dass die Gruppe derer, die wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren, die Erkenntnisse in Zweifel ziehen und als Meinung abtun und stattdessen Fake News verbreiten, eine Minderheit sind. Sie sind laut, aber sie sind eine Minderheit. Das Vertrauen der deutschen Wissenschaft ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch gestiegen. 3 von 4 Deutschen vertrauen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Forschung. In den Surveys vor der Pandemie war jeder Zweite noch unentschieden. Stabil bei niedrigen Werten bleibt der Anteil der Befragten, die angeben, eher nicht oder nicht zu vertrauen. Das wissen wir aus dem sogenannten Wissenschaftsbarometer, einer repräsentativen Meinungsumfrage, die seit 2014 die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenüber Wissenschaft und Forschung abfragt. Das gestärkte Vertrauen in die Wissenschaft kann hoffentlich auch für andere Krisen bewahrt werden. Dieses Vertrauen kommt natürlich zugleich mit einer hohen Erwartung und mit einer Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daher. Sie, liebe Doktoris, haben jetzt die Möglichkeit vor sich, ob Sie in Forschung und Lehre bleiben oder zu neuen Ufern streben. Mit der Promotion sind Sie gut ausgerüstet für Ihre nächsten Schritte. Sie nehmen aber auch einen Auftrag von uns mit. Geben Sie viel von dem weiter, was Sie an Ihrer Alma Mater gelernt haben. Bringen Sie sich ein im beruflichen und im gesellschaftlichen Leben. Zeigen Sie sich im Vertrauen würdig, das die Gesellschaft in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzt. Herr Rosenthal, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen und auch für die mutmachenden Worte an die Absolventinnen und Absolventen. Sich einbringen ist ein guter Übergang auch zu unserer nächsten Programmpunkt. Eine Möglichkeit, sich in die Gesellschaft einzubringen, ist natürlich auch die Fortführung einer Karriere in der Wissenschaft. Und wie wir alle wissen, wird dieser Weg eher von einer Minderheit der Absolventinnen und Absolventen eingeschlagen, auch wenn das das ursprüngliche Ziel der Promotion ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen Festvortrag, der sich genau mit dieser Frage befasst. Wissenschaft, also Karriere in der Wissenschaft, Sinn oder Wahnsinn, lautet der provokante Titel. Und ich freue mich sehr, dass uns Frau Professor Dr. Hanna Hottenrott zugeschaltet ist. Frau Professor Hottenrott ist Professorin für Innovationsökonomie an der School of Management der TU München. Und das heißt, sie beschäftigt sich in Forschung und Lehre vor allem mit Themen aus dem Bereich der aus der Industrieökonomik und der angewandten Mikroökonomie.
Und die hauptsächlichen Themenstellungen sind Innovations- und Wissenschaftsökonomik sowie technologischer Wandel. Im Zusammenhang mit einer Absolventenfeier von Promovierten finde ich es auch immer noch ganz spannend, ein paar Blicke auf den Werdegang zu werfen. Frau Professor Hottenrott hat Volkswirtschaftslehre studiert, und zwar an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, und war dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Belgien tätig, an der Katholischen Universität Löwen. Und seit 2008 ist sie zudem Gastwissenschaftlerin in Mannheim am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Im Jahr 2013 hat sie ihren ersten Ruf bekommen als Juniorprofessorin für Industrieökonomik, und zwar an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, bevor sie dann im Mai 2016 an die TU München kam und dort an die School of Management. Also ein herzliches Willkommen in unserer Festveranstaltung. Dann lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren Gedanken zu der Karriere in der Wissenschaft. Sinn oder Wahnsinn? Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr über die Einladung und über die Gelegenheit, im Rahmen dieser schönen Veranstaltung ein paar Worte zu sagen. Bevor ich dies tue, möchte ich aber zunächst den Promovierten ganz herzlich gratulieren. Ja, Sie können wirklich stolz sein auf so eine tolle Leistung. Liebe Promovierte, liebe Frischpromovierte, liebe Damen und Herren, ich möchte jetzt in diesem Vortrag, in dieser kleinen Festrede auch die Gelegenheit nutzen, mich ein bisschen zurückzuerinnern, wie es war, als ich da saß, wo Sie jetzt sitzen. Ich erinnere mich wirklich noch gut an das Gefühl, das ich hatte, als mir klar wurde, dass der Lebensabschnitt der Promotionsphase nun wirklich zu Ende geht. Das war zum einen natürlich ein tolles Gefühl, gerade gegen Ende der Promotion erschien die Arbeit nicht enden zu wollen, und es tauchten immer neue Baustellen auf. Und der Stein, der dann von mir abfiel, als ich die gedruckte Version endlich in den Händen hielt, war dafür umso größer. Sie wissen vielleicht genau, was ich meine. Auch die, bei denen es jetzt schon ein bisschen her ist. Doch die Euphorie war auch gemischt von einer gewissen Planlosigkeit. Vielleicht wissen viele von Ihnen schon seit Längerem, wie der nächste Karriereschritt aussieht. Ich wusste es überhaupt nicht. Hatte ja auch vorher überhaupt gar keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, denn ich musste ja die Dissertation fertigstellen. Dazu war meine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt auch gerade mal 5 Monate alt. Mein Doktorvater und auch andere Professorinnen und Professoren in meinem Department waren auch keine große Hilfe. Ich habe ja, wie gerade gesagt, in Belgien promoviert, wo es keine Lehrstuhlstruktur gibt. Das war auf der einen Seite wirklich toll, denn wir arbeiteten alle an innovationsbezogenen Themen auf wirtschaftswissenschaftliche Art und Weise, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das war unglaublich bereichernd. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass meine Mitabsolventen sehr unterschiedliche Pläne hatten. Ja, das kam ganz drauf an, auch was der Hintergrund der Leute war. Dort waren Psychologen dabei, dort waren BWLer dabei, dort waren Volkswirte dabei. Eine sehr gemischte Gruppe. Die meisten waren aber genauso planlos wie ich auch. Ja, natürlich unterhält man sich über die Optionen, die eine Innovationsökonomin so hat nach der Promotion. Option 1 war, bewirb dich auf Postdoc-Stellen. Natürlich an anderen Unis, ist ja klar, und am besten natürlich auch im Ausland. Das hieß dann bei mir natürlich außerhalb Belgiens. Option 2, geh in die Wirtschaft. Es gibt Unternehmensberatung oder Politikberatung, die Promovierte händeringend suchen und auch brauchen. Insgesamt muss ich sagen, dass man in meinem Department sehr positiv über Karrierewege sprach, die nach der Promotion außerhalb der Uni weitergehen. Das erlebe ich in Deutschland nun zum Teil recht anders. Dort heißt es manchmal, die hatte irgendwie nicht das Zeug und jetzt ist er sie eben in der Wirtschaft, so als ob das irgendwie nur eine Notlösung ist. Das war in meinem Umfeld dort in Belgien ganz anders. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir als Innovationsforscher natürlich wissen, dass der Wissenstransfer der Überpromovierte, die dann ihre Karriere in der Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst außerhalb der Uni fortsetzen, extrem wichtig ist. Ja, es ist vielleicht sogar der wichtigste Wissenstransferkanal überhaupt. Aber gut, kommen wir zurück zu den Optionen. Also Option 1 wäre gewesen, auf Postdoc-Stellen bewerben. Option 2, in die Wirtschaft gehen. Und Option 3 war dann, besorg dir Geld für deine eigene Forschung. Schreib einen Antrag und finanziere dir so die eigene Stelle. Verrückt, habe ich mir da gedacht. Ja? Aber da meine Forschung ja auch gefühlt noch längst nicht zu Ende geforscht war, habe ich das genauso in einen Antrag geschrieben und auch geschrieben, dass wenn ich noch 3 Jahre Zeit hätte, dann könnte ich das Ganze zu Ende bringen. Das hat dann zu meinem eigenen Erstaunen auch wirklich funktioniert. Wahnsinn, dachte ich. 3
ganze zusätzliche Jahre finanziert durch die Flämische Forschungsgesellschaft, also dem Äquivalent zur DFG. Ich hatte auch ein tolles Forschungsthema, das mich sehr begeisterte, durfte mich mit Fragen der Innovationspolitik beschäftigen. Ein Traum, den ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass ich ihn überhaupt hatte. Und war erstmal total happy, dass das geklappt hat. 3 Jahre klangen auch zunächst nach einer sehr langen Zeit. Aber schon nach ungefähr 1,5 Jahren saß ich dann wieder da und überlegte, wie es nach dem absehbaren Ende meines Projekts denn weitergehen könnte. Und da waren sie wieder, die 3 Optionen, diesmal in der Version 2.0. Option 1, bewirb dich auf Assistant-Professor-Stellen. Natürlich am besten außerhalb der eigenen Uni und noch besser im Ausland. Option 2, bewirb dich auf Stellen, in denen dein Wissen irgendwie von Nutzen ist. Ministerien, Forschungsinstitute, Unternehmen, Beratung außerhalb der Wissenschaft. Option 3, kümmere dich wieder um eigenes Forschungsgeld. Option 3 schied diesmal für mich aus. Ja, was für ein Wahnsinn, habe ich nur gedacht. Ja, da ist man ja wieder befristet und ohne längerfristige Perspektive. Mittlerweile war auch Kind 2 auf der Welt und meine Flexibilität stark eingeschränkt. Option Nummer 2 schied damit aus. Trainee-Programme mit 60 Stunden pro Woche Arbeitszeit in einem großen Unternehmen und weltweiten Stationen waren für mich einfach unvorstellbar. Was blieb also übrig? Option 1. Es erschien mir tatsächlich am sinnvollsten. Aber natürlich leichter gesagt als getan. So viele Assistant-Professor-Stellen in meinem Forschungsbereich gibt es dann ja auch nicht. Und natürlich habe ich mich wieder jeden Ratschlags auch innerhalb Belgiens auf Assistant-Professor-Stellen beworben, auch an der eigenen Uni. Aber natürlich ohne Erfolg, denn ich hatte ja keine Auslandserfahrung. Also keine Arbeitserfahrung im Ausland. Erfolg hatte ich dann wirklich erst mit Bewerbungen, als ich mich im Ausland beworben habe. Und das Ausland war in den Fällen die Niederlande oder auch Deutschland. Und so kam es dann, dass ich tatsächlich ein Angebot hatte für eine Tenure-Track-Assistant-Professur in den Niederlanden und ein Angebot für eine Junior-Professur ohne Tenure-Track, wohlgemerkt, in Deutschland. Letztere habe ich dann auch angetreten. Jetzt denken Sie vielleicht, wieso hat sie sich denn für die Option in Deutschland ohne Tenure-Track entschieden? Ist die denn komplett verrückt? Und die Antwort ist ja. Das war eine Entscheidung am Rande des Wahnsinns. Ja, selbst mein Doktorvater warnte mich vor dem deutschen Wissenschaftssystem. Kaum unbefristete Stellen unterhalb der W3-Professur, Insider-Netzwerke und für jemanden mit Netzwerken hauptsächlich im Ausland eigentlich nicht zu machen. Er war selbst nach der Promotion in Deutschland ja ins Ausland gegangen und wollte auch nicht mehr zurück. Das ist zwar schon einige Jahre her jetzt, aber der Hashtag Ich bin Hanna galt damals wie heute und nicht nur in Deutschland. Ich denke, dass einige von Ihnen sicher die Debatte um das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz in den sozialen Medien in den letzten Wochen verfolgt haben. Wenn Sie es verpasst haben, suchen Sie doch einfach mal nach dem Hashtag Ich bin Hanna auf Twitter. Ich muss dazu sagen, es ist aber eine andere Hanna. Ja? Also gut, ich habe also die gut gemeinten Ratschläge meiner belgischen Kollegen in den Wind geschossen und saß dann auf meiner Juniorprofessur. Ich war auch happy und forschte und lehrte vor mich hin, bis mir nach sehr kurzer Zeit auch wieder klar wurde, dass alle anderen Junior-Profs um mich herum natürlich sofort weiter Bewerbungen schrieben. Auch meine Stelle war zunächst nur auf 3 Jahre befristet. Eigentlich lohnt es sich gar nicht so richtig, sich einzurichten, sich ein Team aufzubauen. Irgendwie war es doch noch wie eine Postdoc-Stelle, nur mit mehr Leistungsdruck. Denn jetzt war ich ja in Deutschland, wo Option 2, wohlgemerkt, doch irgendwie als Scheitern gilt. Zumindest in manchen Fachbereichen. Völlig zu Unrecht, wie ich finde, aber das ist wieder ein anderes Thema. Man hat mir auch mal gesagt, dass die Wissenschaft Elemente einer Lotterie hat. Man braucht einen gewissen Einsatz, um überhaupt mitzuspielen, aber dann ist auch viel Glück dabei. Und so kam es mir damals auch vor. Einige landeten direkt aus dem Postdoc heraus auf einem Lehrstuhl, andere hatten plötzlich eine geniale Idee, gründeten ein Unternehmen oder wurden Unternehmensberater und lächelten nur noch milde über die, die immer noch an der Uni waren. Meine Mitpromovierenden hatten zum Großteil schon unbefristete Stellen an Universitäten ergattert. Natürlich alle im Ausland, in den Niederlanden, in Großbritannien, in Spanien zum Beispiel. Meine Co-Autorin bekam Tenure für unsere gemeinsamen Publikationen. Auch mit Glück verbunden ist natürlich in der Wissenschaft, ob bei der eigenen Forschung überhaupt die Ergebnisse rauskommen, die man sich erhofft hat. Und wenn es das tut, lassen sich die Ergebnisse publizieren. Und wenn ja, in welchen Journals? Das ist zumindest in den Wirtschaftswissenschaften auch ein wichtiger Aspekt.
ja, wo werden die Sachen veröffentlicht? Also man muss schon etwas wahnsinnig sein, um da mitzuspielen. Als ich dann so auf meiner Juniorprofessur saß, ja, habe ich mir gedacht, okay, wie kann das jetzt weitergehen? Ja, Planbarkeit, auch mehrere Jahre nach der Promotion, Fehlanzeige. Familienfreundlichkeit, das kommt drauf an, wie gerne man schläft oder wie gerne man geregelte Arbeitszeiten hätte. Mit dann fast 3 Kindern arbeitete ich hauptsächlich nachts und am Wochenende. Die erweiterte Familie schickte mir auch regelmäßig Stellenanzeigen für richtige Jobs, ja, halbtags natürlich, wie sich das als Mehrfachmama so gehört. Aber dann war da doch auch das Gefühl, dass ich trotz allem irgendwie was Sinnvolles tue. Ja, selbst wenn ich in meiner Nachtschicht da saß und Forschungsergebnisse zusammenschrieb, hat mir das trotzdem Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, das ist genau das Richtige. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte ich mich wohl auf eine dieser vielen Stellen beworben, ja, die mir da so weitergeleitet wurden. Aber mir wurde auch klar, dass ohne Tenure-Track meine Tage in meiner damaligen Stelle, wo es mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, gezählt waren. Ich fing also wieder an, Bewerbungen zu schreiben und ins Ausland zu schicken. Auch wieder nach Belgien, denn jetzt hatte ich ja Auslandserfahrung gesammelt. Zur gleichen Zeit passierte aber eine Kehrtwende im deutschen Hochschulsystem. Es kamen die ersten echten Tenure-Track-Stellen auf den Markt. Da hatten wohl doch auch die zuständigen Entscheidungsträger gemerkt, dass das Modell der befristeten Juniorprofessur nicht gut funktioniert. Es gab also plötzlich eine Option 4. Ja, und die war, wechsle von einer Juniorprofessur, wie ich sie damals hatte, auf eine Tenure-Track-Professur mit Perspektive. Klar, die gab es natürlich wieder nicht wie Sand am Meer und schon gar nicht vor Ort. Und so war dann die Tenure-Track-Stelle, auf die ich schließlich berufen wurde, W2 auf W3, also eine echte Chance, am anderen Ende des Landes. Wieder braucht es eine gewisse Portion Wahnsinn. Umzug mit 3 Kindern in ein neues Bundesland. Ich kann verstehen, dass das für viele keine Option gewesen wäre. Das ist jetzt fast 6 Jahre her. Bereut habe ich es bisher nicht. Das Präsidium der TU München entscheidet aber auch gerade noch über mein Tenure-Verfahren. So, warum erzähle ich Ihnen hier bei diesem feierlichen Anlass so eine Geschichte? Eigentlich möchte ich, dass diese Geschichte eine motivierende ist. Sie soll aber auch zeigen, dass bei einer wissenschaftlichen Karriere nicht immer alles planbar ist. Ja, auch viel Wahnsinn dabei ist, aber auch viel Sinn. Die Geschichte soll aber auch zeigen, dass es viele verschiedene Karrierewege innerhalb der Wissenschaft geben kann und dass hier vielleicht auch noch der ein oder andere Aufklärungs- und Reformbedarf besteht. Und überhaupt ist eine Karriere in der Wissenschaft natürlich nur eine von vielen Optionen für Promovierte. Das eigentlich Wichtige ist nämlich, dass das Wissen und die Fähigkeiten, die Sie bisher gesammelt haben, Ihr Kapital darstellen, das Ihnen auch keiner mehr nehmen kann. Und Sie entscheiden, was Sie damit machen. Gute Ratschläge zu bekommen, kann interessant sein. Ja, ich habe super viele gute gemeinte Ratschläge bekommen. Ob Sie darauf hören, müssen Sie aber selber entscheiden. Manchmal frage ich mich natürlich schon, was wäre gewesen, wenn ich damals nicht Option 3 gewählt hätte nach der Promotion, ja, sondern was anderes gemacht hätte. Aber solche Entscheidungen kann einem am Ende auch keiner abnehmen. Und das ist auch gut so. Auch die Geschichten von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu hören, kann sehr inspirierend sein. Ich höre das auch gerne. Aber das zeigt natürlich nicht die ganze Vielfalt an erfüllenden Karrierewegen, die es so gibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg und für die nächsten Schritte und Herausforderungen, die da kommen mögen. Auch, dass Sie den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, entgegen einiger Ratgeber. Nämlich so, dass Sie den Weg finden, den Sie für sinnvoll halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre sehr persönlichen Worte und die Schilderung auch von Ihrem Werdegang. Und ich fand das jetzt sehr inspirierend. Und ich denke, auch viele der Absolventinnen und Absolventen haben sich bei einigen Sachen wiedergefunden oder auch bei ihren Entscheidungsprozessen, die noch anstehen oder kommen. Rückblicken sieht teilweise alles immer so straightforward und geradlinig aus. Aber natürlich hat jeder da seine Entscheidungen zu treffen. Und wie Sie jetzt ja auch schon angedeutet haben, es kommen ja auch noch die nächsten. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank für Ihre sehr, sehr persönlichen und inspirierenden Worte.
Wir haben jetzt eine kleine musikalische Einlage, bevor wir dann mit der Würdigung beginnen. Und zwar haben wir einen Beitrag des Psychochors, der uns eingespielt wird und die uns heute musikalisch unterstützen. Es ist eine Aufzeichnung aus der Aula, wo wir ja eigentlich sonst heute auch gewesen wären, die unter Corona-Bedingungen tatsächlich im letzten Jahr aufgenommen wurde, in kleinerer Besetzung. Und insofern freuen Sie sich nun auf den Beitrag des Psychochors mit Illuminate. Willkommen zurück aus diesem kleinen Ausflug in die Aula. Wir wollen jetzt mit der Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger beginnen und wir starten mit den Promotionspreisen. Wir verleihen heute sowohl den Dissertationsförderpreis des Alumni Jenensis e.V. und die 10 Promotionspreise der Universität Jena. In den Richtlinien zur Verleihung der Promotionspreise heißt es, der Promotionspreis ist eine Auszeichnung für Wissenschaftler, die in ihrer Promotion hervorragende Leistung vollbracht haben und dadurch das Ansehen der Alma Mater Jenensis gefördert haben.
Alle 10 Fakultäten ernennen eine Promotion für den Preis. Sicherlich wären immer auch mehr auszeichnungswürdig, aber es kann dann immer am Ende nur einen Preis pro Jahr geben. Der wird auf Beschluss vom Fakultätsrat dann vorgeschlagen und die Preise werden gestiftet durch die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität. Sie haben eine Ehrenurkunde, hoffentlich schon erhalten per Post, und es gibt eine Geldprämie. Und außerdem werden Sie noch einen Blumenstrauß per Post erhalten. Die Überreichung der Promotionspreise übernimmt heute der Vizepräsident für den wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung, Herr Professor Kantner. Und er wird Ihnen einen Einblick in die Forschungsthemen aller Promotionspreisträger geben. Die jeweiligen Promotionspreisträger werden dann auch zu sehen und auch gegebenenfalls zu hören sein. Ja, vielen Dank und schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen hier im virtuellen Raum zur Übergabe der Promotionspreise. Ich habe die Ehre, diese Verleihung dieses Jahr vorzunehmen. Der erste Preis, den wir verleihen, ist der Dissertationsförderpreis des Alumni Jenenses e.V. Das ist das ehemalige Netzwerk der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FSU und sie vergibt einen jährlichen Dissertationsförderpreis. In diesem Jahr erhält diesen Preis Herr Dr. Philipp Poschmann, den ich nun bitte, seine Kamera anzuschalten. Da sind Sie schon. Herzlich willkommen. Ihre Dissertation trägt den Titel Bringing Meaning Back In, Rethinking Institutional Fields as Relational Systems of Meaning. Sie beschäftigen sich in Ihrer Schrift mit der Frage, wie Organisationen aktuelle Themen aus ihrer Umwelt wahrnehmen und interpretieren. Ein Verständnis für das Thema Digitalisierung beispielsweise entstand durch die gegenseitige Beeinflussung von medialer Berichterstattung und unternehmerischer Kommunikation. Sie haben in Ihrer ausgezeichneten Arbeit gezeigt, wie der Einfluss von Organisationen auf gesellschaftliche Debatten besser verstanden werden kann und haben dazu den Einfluss mittels innovativer Analysemethoden erfasst. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung und zum Preis. Herzlichen Dank. Dann kommen wir, glaube ich, schon zum nächsten Preis. Jetzt kommen die Promotionspreise der Friedrich-Schiller-Universität. Und das geht nun fakultätsweise. Mit dem Promotionspreis 2021 der Friedrich-Schiller-Universität wird auf Vorschlag der Theologischen Fakultät Frau Dr. Theol Kerstin Kraus ausgezeichnet, die ich nun bitte, die Kamera anzustellen. Hallo Frau Kraus, herzlich willkommen. In Ihrer Dissertationsschrift befassen Sie sich mit dem Thema Ethik der Empathie, eine Grundlegung. Darin bieten Sie zunächst einen präzisen Gesamtüberblick der verschiedenen disziplinären Forschungen zur Empathie, also Empathie verstanden, um das nochmal klarzustellen, Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Und Sie betrachten das aus soziologischer, aus neurowissenschaftlicher, aus psychologischer und aus philosophischer Perspektive. Es gelingt Ihnen hervorragend, diese verschiedenen disziplinären Perspektiven thematisch miteinander zu verknüpfen. Im Anschluss oder auch darauf aufbauend entwickeln Sie souverän eine normative Theorie der Empathie, die auf dem Konzept der Menschenwürde basiert. Am Ende beschäftigen Sie sich auch mit den notwendigen und faktischen Grenzen von Empathie, mit den Gefahren von Empathie und mit überzogenen Empathieansprüchen. Ihre Arbeit füllt ein großes Forschungsdesiderat und ist auf eine besondere Art und Weise innovativ, eigenständig und programmatisch. Dazu ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Professor Kantner, sehr geehrte Frau Professor Rose, meine wissenschaftliche Betreuung, sehr geehrte Kollegen, Studierende und Freunde. Herzlichen Dank an den Fakultätsrat der Theologischen Fakultät und an die Friedrich-Schiller-Universität für die Auszeichnung meiner Dissertation mit diesem Promotionspreis. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über diese Würdigung und ein besonderer Dank geht an Frau Professorin Dr. Mirjam Rose, die mich wirklich in beeindruckender Weise in Zutrauensfreiheit und orientierender Unterstützung begleitet hat und mir in allen Zusammenhängen stets mit Wertschätzung und zwischenmenschlicher Achtung begegnet ist. Für
alles, was ich hier jetzt nicht sagen kann, aber an Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena vergibt den Promotionspreis 2021 auf Vorschlag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an Herrn Dr. Julian Schick, den ich nun bitte, die Kamera anzustellen. Hallo Herr Schick, herzlich willkommen. In Ihrer Dissertation beschäftigen Sie sich mit dem Stiftungsrecht und der Titel der Dissertation lautet Das Argument des mutmaßlichen Stifterwillens. Also wenn der Stifter verstorben ist, stellt sich in Stiftungen oft die Frage, wofür das Stiftungsvermögen denn nun weiterverwendet werden darf. Insbesondere dann, wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Hier wird häufig das Argument des mutmaßlichen Stifterwillens genutzt. Dies ist jedoch kein realer Wille, sondern häufig nur ein argumentativer Transmissionsriemen des Willens anderer Personen. Herr Schick entwickelt in seiner Dissertation ein Funktionenmodell, welches die Grundlagen, Anwendungsfelder und Grenzen des Arguments mutmaßlicher Stifterwille überzeugend aufzeigt und so zu einem rationalen Umgang mit einer stiftungsrechtlichen Allzweckwaffe zwingt. Herr Schick hat mit seiner Dissertation eine sehr eigenständig konzipierte, sorgfältig gearbeitete, widerspruchsfreie und beeindruckend gedankenreiche Pionierstudie zu einem ausgesprochen anspruchsvollen und praktisch bedeutsamen Thema vorgelegt. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Vielen herzlichen Dank für diese große Ehre. Auf Vorschlag des Rates der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität wird Herrn Dr. Jur, Dr. Rea Poll, Johann Hermstrüfer mit dem Promotionspreis der Universität geehrt. Herr Dr. Dr. Hermstrüfer hat vor seiner wirtschaftswissenschaftlichen Promotion bereits einen Doktortitel in Jura erlangt. Dies ermöglichte es ihm, einen interdisziplinären Blick auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen zu werfen. Seine Dissertation trägt den Titel Engineering Games in the Public Interest, Essays in Experimental Law and Market Design. Planspiele im öffentlichen Interesse, Aufsätze zur experimentellen Rechtsanalyse und zum Marktdesign. Hierin beschäftigt er sich mit drei sehr aktuellen institutionellen Entwicklungen und untersucht diese jeweils mit einem Laborexperiment. Er analysiert, welchen Effekt die Androhung von Strafen in öffentlichen Bieterverfahren hat. In einem zweiten Projekt geht er der Frage nach, wie das Matching zwischen Hochschulen und Studierenden zur Zufriedenheit aller Beteiligten ablaufen kann. Jetzt muss ich gerade mal fragen, Herr Hermstrüfer, sind Sie gar nicht da? Ach, er ist verhindert. Na gut, das ist die Ehre, es kommt Ihnen trotzdem zuteil. Ich berichte weiter. Also er analysiert, welchen Effekt die Androhung von Strafen in öffentlichen Bieterverfahren hat. In einem zweiten Projekt geht er der Frage nach, wie das Matching zwischen Hochschulen und Studierenden zur Zufriedenheit aller Beteiligten ablaufen kann. Und in einem letzten Projekt untersucht er, welchen Einfluss das Recht auf Vergessenwerden, also dieser digitale Radiergummi, auf die Bereitschaft hat, seine Daten in Social Media zur Verfügung zu stellen. Mit seinem sorgfältigen, kreativen und planvollen Vorgehen hilft er uns, diese Probleme besser zu verstehen und Lösungen dafür zu entwickeln. Zu dieser Arbeit ganz herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zur Philosophischen Fakultät. Sie schlägt vor, Frau Dr. Phil-Katharina Schwinde mit dem Promotionspreis 2021 auszuzeichnen. Frau Schwinde, Sie haben sich schon zugeschaltet. Herzlich willkommen im virtuellen Raum. Ihre Dissertationsschrift trägt den Titel »Eine Sache, die uns alle angeht«. Gesellschaftliche Initiative und Partizipation im russischen Denkmalschutz und der Denkmalpflege in den 1960er Jahren. Bis heute sind Studien zur Gesellschaftsgeschichte des Sozialismus rar. Während politikgeschichtliche Studien zu Herrschaft und Repression die Gesellschaften in erster Linie als Opfer von Gewalt und Akteure des Widerstands sehen, zeichnen alltagsgeschichtliche Untersuchungen das Bild einer Nischengesellschaft, in der sich die Leute in erster Linie den Ansprüchen der Herrschenden entziehen und in Sphären jenseits des Regimes einrichten.
gesellschaftliches Engagement innerhalb der Grenzen, die der Staatssozialismus zog, wird hingegen kaum betrachtet. Frau Schwindes Dissertation untersucht dieses Forschungsgebiet anhand des gesellschaftlichen Engagements im Denkmalschutz. Sie leuchtet das spannungsreiche Verhältnis zwischen staatlichen, gesellschaftlichen und individuellen Akteuren aus. Die Arbeit bereichert damit nicht nur das eigene Fach in besonderem Maße, sondern verspricht auch eine starke Ausstrahlung in angrenzende Disziplinen. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Auf Vorschlag des Rates der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften erhält Herr Dr. Phil Sebastian Pusch den Promotionspreis 2021. Wenn Sie sich uns zuschalten. Hallo Herr Pusch, herzlich willkommen. In Ihrer Dissertation mit dem Titel Motivational Interdependence in Couple Relationships untersuchen Sie Motivationsdynamiken bei Paaren und ihre Relevanz für die Beziehungszufriedenheit. Dafür haben Sie in innovativer Weise Kernkonzepte aus der Persönlichkeitspsychologie, der Motivationspsychologie sowie der Beziehungsforschung in einem neuen Modell sinnvoll zusammengefügt. Anhand von umfangreichen und komplexen Analysen zeigen Sie, dass die sozialen Bedürfnisse intimer Partner einen verzerrenden Effekt auf die Wahrnehmung der Eigenschaften und Verhaltensweisen des jeweils anderen Partners haben. Die Befriedigung oder Frustration sozialer Bedürfnisse in Partnerschaften ist insbesondere von dieser subjektiven Partnerwahrnehmung abhängig und weniger von objektivierbaren Partnereigenschaften. Die Ergebnisse der Arbeit sind nicht nur für die psychologische Grundlagenforschung relevant, sondern eröffnen auch Perspektiven für die Diagnostik und Intervention in den Anwendungsgebieten der Paarberatung und Therapie. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr über diese besondere Ehrung und möchte die Möglichkeit hier auch nochmal nutzen, mich ganz herzlich bei allen zu bedanken, die mich während der Promotion unterstützt haben, also bei den Arbeitskolleginnen und Kollegen in meiner Abteilung und insbesondere auch bei meinem Promotionsbetreuer bzw. Doktorvater. Ja, auch meine Familie und Freunde möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, von denen wahrscheinlich auch ein paar gerade zuschauen. Dankeschön, dass ihr mich auf dem Weg begleitet habt und ja, nochmals großen Dank für diesen Preis. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena vergibt den Promotionspreis 2021 auf Vorschlag der Fakultät für Mathematik und Informatik an Herrn Dr. Renat Melchior Wirth. Herr Wirth, wenn Sie sich uns zuschalten, herzlich willkommen. Herr Wirth hat in seiner Dissertationsschrift zum Thema Entropic Gradient Flow Structure of Quantum Markov Semigroups, auf Deutsch entropische Gradientenflussstruktur von Quanten-Markov-Halbgruppen, verfasst. Darin entwickelt er einen allgemeinen Rahmen zur Behandlung von sogenannten Quanten-Markov-Halbgruppen mittels Gradientenflüssen, einem sehr aktuellen und aktiven Forschungsfeld der Mathematik. Ich habe jetzt meinen eigenen Reim drauf gemacht. Irgendwie ist das doch kompliziert. Also ein Markov-System, das ist irgendwie eine Gruppe von verschiedenen Zuständen, die bilateral über Wahrscheinlichkeitsbeziehungen zueinander bestehen. Und diese Wahrscheinlichkeitsbeziehungen sind nicht in Prozentzahlen ausgedrückt, sondern in Quantenwahrscheinlichkeiten. Das ist eine ganz andere Dimension. Und dadurch ergibt sich irgendwie so eine Landschaft von Beziehungen. Und so Landschaften haben halt Steigungen, Höhen und Tiefen. Und diese Methode, die Sie hier anwenden, diese Entropic Gradient Flow Structure, da versuchen Sie quasi den steilsten Weg nach unten immer fest zu bestimmen und festzulegen. Und das hat dann ganz besondere Vorteile für Dinge, die ich dann auch nicht verstehe. Aber ich glaube, so ungefähr das haben Sie da gemacht. Also hochkomplex, hochschwierig, aber anscheinend von sehr, sehr hohem Nutzen. Der in der Dissertation entwickelte Rahmen ermöglicht durch seine neue Perspektive eine Vielzahl von Untersuchungen, die Geometrie, Stochastik und Analysis auf bemerkenswerte Weise verbinden. Die Arbeit ist vom Konzept und von der Durchführung gesehen ein großer Wurf. Sie würde auch einer Habilitationsschrift alle Ehre machen. Bereits vor der Promotion zeigte sich das Ausnahmetalent von Herrn Dr. Wirth durch Veröffentlichungen, die aus seiner Bachelor- und Masterarbeit hervorgingen. Die Ergebnisse seiner Dissertation erfahren nun noch größere Anerkennung in der Fachwelt und werden in der Zukunft die Forschung anderer stark beeinflussen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und zu dieser Arbeit. Danke.
Vielen Dank für die Auszeichnung. Ich freue mich wirklich sehr und ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, allen zu danken, die auch schon in der Danksagung meiner Dissertation erwähnt sind. Natürlich besonders meinem Betreuer Daniel Lenz, der mich mathematisch ja schon weit vor der Promotion begleitet hat und dadurch sehr zu dem Erfolg dieser Schrift beigetragen hat. Auf Vorschlag des Rates der Physikalisch-Astronomischen Fakultät erhält Herr Dr. Rehanat Sebastian Grieninger den Promotionspreis 2021. Herr Grieninger, wenn Sie sich uns zuschalten. Ja, herzlich willkommen. Die Dissertation von Herrn Dr. Grieninger mit dem Titel Non-Equilibrium Dynamics in Holography befasst sich mit strukturellen Untersuchungen der Nicht-Gleichgewichtsdynamik stark gekoppelter Quantenfelder. Dabei handelt es sich um ein sehr aktuelles Forschungsgebiet mit Anwendungen in der Hochenergiephysik, der Physik der kondensierten Materie und auch der Kosmologie. Ich habe das Gefühl, dass man damit auch die schwarzen Löcher besser verstehen und untersuchen kann. Die Arbeit hebt sich von anderen Dissertationen dadurch ab, dass sie einen hohen wissenschaftlichen Gehalt, eine außerordentliche Breite der untersuchten Fragestellungen und eine große Originalität der Lösungen beinhaltet, sowie einen großen Grad an eigenständiger Bearbeitung der verschiedenen Fragestellungen. Außerdem beeindrucken sie durch eine beachtliche Anzahl von Publikationen, die auf große Resonanz in den jeweiligen Forschungsgebieten bereits gestoßen ist. Zudem konnten sie für ihre frühe Karrierephase bereits eine beachtliche Anzahl von Drittmitteln einwerben und neue Kollaborationen erschließen. Das macht die jungen Wissenschaftler aus, wenn sie in die erfolgreiche Richtung gehen. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank für den Promotionspreis. Es ist eine große Ehre für mich. Ich möchte mich bei meinem Betreuer, Professor Martin Ammon, und seiner sehr internationalen Arbeitsgruppe am Theoretisch-Physikalischen Institut für das sehr ansprechende Umfeld und die große Unterstützung bedanken. Außerdem würde ich mich gerne beim DRAD, dem Graduiertenkolleg und der Fulbright-Kommission bedanken, die mir einen langen Forschungsaufenthalt an der University of Washington in Seattle und an der TU Wien möglich gemacht haben. Und natürlich auch bei jedem, der mich im privaten Umfeld unterstützt hat. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ehrt auf Vorschlag des Rates der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät Herrn Dr. Rehanat Robert Freund mit dem Promotionspreis 2021. Wenn Sie sich uns zuschalten wollen. Hallo Herr Freund, herzlich willkommen. Im Rahmen seiner Dissertation Stereoselective Synthesis and Neurobiological Profiling of Paratenolid and Analogs, also stereoselektive Synthese und neurobiologische Zusammensetzung von Paratenolid und Analoga. Mit dieser Arbeit haben Sie große Ziele erreicht. Sie untersuchten eine organisch-chemische Verbindung aus der Pflanze Mutterkraut, das sogenannte Minuspartenolid. Dem Mutterkraut werden förderliche Eigenschaften bei Fieber, Kopfschmerzen und dem Nachwachsen von Nervenfasern zugeschrieben. Ihnen gelang es, eine der ersten Totalsynthesen von Minuspartenolid zu entwickeln. Zum anderen haben Sie dafür gesorgt, dass mit den so erhältlichen Substanzen die biologische Wirkung dieses Inhaltsstoffes des Mutterkrauts besser verstanden werden kann. Mit Ihren Ergebnissen haben Sie somit umfangreiches und bedeutendes neues Wissen in der organischen Chemie und in der chemischen Biologie erschlossen. Zusätzlich hat er mit einer Reihe von Präsentationen und nationalen und internationalen Konferenzen sowie mit seinen Publikationen das Fachpublikum von der Qualität seiner wissenschaftlichen Leistungen sehr stark überzeugt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und ich möchte auch das Momentum nochmal nutzen und meinem Doktorvater für die Unterstützung und für sein Fördern über die vielen Jahre danken und natürlich auch meiner Familie, die auch in schwierigen Zeiten mir immer den Rücken freigehalten hat. Und nicht zuletzt auch meinen Kollegen und Freunden, die oftmals beides sind und eine wirklich tolle Atmosphäre in den letzten Jahren ermöglicht haben. Vielen Dank. Auf Vorschlag des Rates der Fakultät für Biowissenschaften wird Frau Dr. Rehanat Sarah Nies
mit dem Promotionspreis 2021 ausgezeichnet. Frau Nies, wenn Sie sich dazuschalten, herzlich willkommen. Im Fokus der Dissertation von Frau Dr. Nies mit dem Titel Genomics-Driven Discovery of Natural Products from Symbiotic Burkholderia Species standen Wirkstoffe aus symbiotisch lebenden Bakterien der Gattung Burkholderia, die mit Pilzen und Käfern assoziiert sind. Ihre Aufgabe war es, durch Genome Mining neue Naturstoffe aus diesen Bakterien zu entdecken. Dies gelang Ihnen durch eine außergewöhnlich breite Methodenvielfalt und ein durchgehend sehr hohes Niveau Ihrer Studien. Der Erkenntnisgewinn Ihrer Arbeit ist herausragend. Sie entdeckten zahlreiche neue nicht-ribosomale Peptide in Bakterien und deren Funktionen in der Symbiose. Diese könnten eine Schlüsselrolle in der Aufklärung sogenannter gemischter Infektionen haben. Die Studien und Publikationen aus Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit haben eine weit überdurchschnittliche Resonanz erfahren und zahlreiche Zeitungsartikel nach sich gezogen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Ja, ganz herzlichen Dank für die Ehrung. Ich möchte mich vor allem bei meinem Doktorvater, Professor Dr. Christian Hertwig, bedanken, bei meinen Kollegen, Freunden und bei meiner Familie. Vielen Dank. Ja, last not least, die Friedrich-Schiller-Universität Jena vergibt den Promotionspreis 2021 auf Vorschlag des Rates der Medizinischen Fakultät an Frau Dr. Med. Judith Hammerich. Wenn Sie sich uns zuschalten. Hallo Frau Hammerich, herzlich willkommen. Für Kinder mit Leukämie, Blutkrebs, bei denen eine Chemotherapie als Behandlung nicht ausreicht, ist eine Therapieoption die Stammzelltransplantation. Obwohl bereits viele Kriterien bei der Suche nach passenden Spendern beachtet werden, kommt es immer noch zu zahlreichen Komplikationen. Um den Erfolg einer solchen Therapie weiter zu verbessern, widmet sich Frau Dr. Hammerich in ihrer Dissertation mit dem Titel Der Einfluss von CTLA-4-Polymorphismen auf die Rezidivrate, die transplantationsassoziierte Letalität und das Überleben nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation im Kindesalter. Also es geht da um bestimmtes Verfahren der Transplantation. Das ist im Prinzip körperfremd und blutbildend, was da gemacht werden soll. Und es gibt ein paar Konsequenzen, negative Konsequenzen, die sie damit bekämpfen wollen, nämlich ein Wiederauftreten einer Krankheit oder auch die Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu sterben. Sie zeigen dabei sehr überzeugend, dass dieser Bestandteil, nämlich dieses CTLA, das ist ein Oberflächenprotein auf Zellen, dass dieser Bestandteil einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg einer Stammzelltransplantation haben kann. Sollte sich dies in weiteren Studien bestätigen, könnte CTLA4 als möglicher Screening-Parameter vor einer Stammzelltransplantation eingeführt werden. Frau Dr. Hammerich hat diese Ergebnisse bereits in 2 Publikationen veröffentlicht und auf verschiedenen Kongressen vorgestellt. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit. Vielen herzlichen Dank, es freut mich sehr und ich möchte an dieser Stelle auch meinem Doktorvater, Professor Dr. Bernd Kohn, nochmal herzlich für die wertvolle Zusammenarbeit danken. Ja. Was für ein toller Überblick über die vielfältigen Forschungsthemen an den 10 Fakultäten der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Wir verleihen heute nicht nur die Promotionspreise, sondern auch den Rowena Morse-Preis für eine herausragende Habilitation an der Universität Jena. Und die Entscheidung hierüber trifft immer der Forschungsausschuss des Senats. Und die Würdigung wird heute vorgenommen durch den Vizepräsidenten für Forschung, Herr Professor Ponert. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite und es ist mir eine ganz große Freude, unseren höchsten Wissenschaftspreis, den Rowena Morse-Preis, hier vergeben zu dürfen. Wir haben uns an der Universität ganz bewusst dazu entschlossen, unseren höchsten Wissenschaftspreis an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu vergeben, um auch die Wertschätzung dieser Gruppe an ganz hochkreativen Menschen deutlich zu machen. Wir haben ja schon gehört, das ist ein Forschungspreis, der ganz heiß diskutiert wird in unserem Forschungsausschuss, das ist ein Gremium des Senats der Universität. Das sind spannende Sitzungen, die stundenlang sich hinziehen und die Vorschläge aus den Fakultäten aufnehmen,
diskutieren und dann, wie in diesem Fall, auch zu einem ganz klaren Votum kommen. Und zwar ein Vorschlag aus dem Seminar für Ur- und frühgeschichtliche Archäologie, der sich durchgesetzt hat mit Lukas Werther als Preisträger. Herzlichen Glückwunsch schon mal hier, bevor ich ganz kurz auf Ihren Lebenslauf und die ausgezeichneten Leistungen eingehen will. Sie haben schon im Studium ganz starkes Engagement gezeigt. Sie waren Stipendiat der Studienstiftung und haben auch sowohl gesellschaftlich in der Wissensvermittlung als auch in der universitären Selbstverwaltung schon die ersten Aktivitäten gezeigt. Und Sie haben auch was geschafft, was nicht viele schaffen, nämlich das Studium und die Dissertation durch die Studienstiftung gefördert zu kriegen. Zwei ganz herausragende Auszeichnungen. Und die Promotion, die auch nur 3 Jahre gedauert hat, wurde auch mit Bestnoten bewertet schon und sogar mit dem Kurt-Bittel-Preis ausgezeichnet. Sie sind dann nach der Promotion aus Jena auf ein Gastspiel nach London gegangen, zu einem Postdoc ans University College für Medieval Archaeology und sind dann wieder zurückgekommen, um an ihrer Habilitation zu arbeiten, die sie auch 2020 in Jena dann erfolgreich abgeschlossen haben. Während der Zeit waren sie aber schon als Vertretungsprofessor im zarten Alter von nur 36 Jahren in Tübingen aktiv, wo sie ja jetzt auch forschen und wirken. Ich möchte ganz kurz ein Zitat aus der Nominierung durch den Prodekan zitieren hier. Der sagt, dass Herr Werther ein Brückenbauer an der Schnittstelle von Geistes- und Naturwissenschaften ist, dass er Archäologie, Geographie, Geophysik und mittelalterliche Geschichte in vorbildlicher Weise kombiniert. Was für ein Thema kann denn sowas hergeben, dass man diese ganzen Felder miteinander verschränken kann? Und hier ist es ein Thema, das tatsächlich über mittelalterliche Verkehrswege geht, über die Sozioökologie am Anfang des Anthropozäns. Als Chemiker bewege ich mich ein bisschen auf dünnem Eis, wenn ich hier das Thema referiere, aber Sie haben es mir relativ einfach gemacht, denn Sie sind ja extrem aktiv in der Wissensvermittlung. Wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man eine Ausstellung über die Großbaustelle Karlsgraben, man findet Themenwanderwege, die Sie gestaltet haben dort im Bereich und man findet auch Blogs, die einem das ganze Thema näher bringen. Sehr faszinierendes Thema übrigens. Der Karlsgraben ist wohl eines der wichtigsten Bodendenkmäler Deutschlands. Das ist so ziemlich das größte frühmittelalterliche Infrastrukturprojekt, bei dem Karl der Große versucht hat, wenn ich das richtig wiedergebe, die europäische Wasserscheide zu überwinden und mit einem Wasserweg zu verbinden, ein fast 3 Kilometer langer Kanalbau. Und das muss man sich vorstellen zu einer Zeit, wo nach den Römern fast 500 Jahre eigentlich keine größeren Infrastrukturprojekte da waren. Und in dieser Arbeit beleuchten Sie offensichtlich, indem Sie geoarchäologische, archäologische und historische Analyse zusammenführen und nebenbei vielleicht auch noch mit Bildauswertern aus Leipzig zusammenarbeiten und was auch immer Sie heranziehen, wie tatsächlich man aus der heutigen Sicht so ein großes Infrastrukturprojekt verstehen kann und interpretieren kann und auch tatsächlich auch auf eine gewisse moderne Relevanz übersetzen kann, denn Sie nutzen auch Methoden, bei der Sie wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen heranziehen. Das sind so die Aktivitäten, für die Sie ausgezeichnet werden, vollkommen zu Recht. Aber Sie haben natürlich auch noch eine ganze Menge anderes geleistet, nämlich zum Beispiel ganz hervorragend Drittmittel eingeworben und zu einem ganz neuen Erfolg, dem DFG-Schwerpunktprogramm auf dem Weg zur fluvialen, also zum Fluss gehörenden Anthroposphäre, sind Sie jetzt aktiv geworden. Bei den Drittmitteln sind wir so ungefähr laut Lebenslauf bei 3 Millionen Euro gewesen schon. Das ist in der frühen Zeit der Einwerbung, davon 1,5 Millionen fürs eigene Institut. Sie sind also offensichtlich auch ein guter Netzwerker und alles in allem ein ganz würdiger Preisträger. Zur Nachwuchspreisträgerschaft gehört aber auch natürlich eine gewisse Wissensvermittlung. Und in Ihrem Lebenslauf war hinten dran so die Lehrevaluation von Lehrveranstaltungen wiedergegeben und das ist tatsächlich beeindruckend, wie weit rechts, für die, die unsere Lehrevaluation kennen, rechts sind die guten Balken, die Balken hier der Evaluation zu finden sind. Also auch in der Lehre ganz aktiv und Sie kommen gut an. Herr Werther, ganz herzlichen Glückwunsch zum Preis. Ja, Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitpreisträgerinnen und Preisträger, ich bedanke mich ganz herzlich für diese große Ehre,
Die Verleihung dieses Preises wird mit beitragen dazu, dass ich meine Alma Mater Jena in noch besserer Erinnerung behalten werde, als ich sie sowieso schon habe. Ich habe 10 tolle Jahre dort verbracht und ich möchte die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle vor allem dem Team zu danken, das über Jahre hinweg zum Gelingen dieser Forschungsarbeiten beigetragen hat. Natürlich, einer muss es zu Papier bringen, auch nur einer kann den Preis verliehen bekommen, aber nicht nur bei so interdisziplinären Ansätzen, wie ich sie jetzt vielleicht hier umgesetzt habe, sondern ich denke, bei den allermeisten größeren Forschungsvorhaben steht hinter der Person, die jetzt vielleicht hier ihr Gesicht zeigen darf, ein großes Team, das von den Studierenden in frühen Semestern bis zu den Kolleginnen und Kollegen reicht, die das Ganze unterstützen und natürlich auch den Fördereinrichtungen. Und all denen möchte ich an dieser Stelle exemplarisch meinen Dank aussprechen. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Herrn Ponert. Als nächstes erfolgt nun die Ehrung der Promovierten der 7 am Schillertag beteiligten Fakultäten. Sie haben hoffentlich alle, die Sie jetzt hier heute geehrt werden, Ihre Schmuckurkunde per Post zugeschickt bekommen. Wir können sie leider nicht durch den Bildschirm reichen, aber sie sind hoffentlich schon bei Ihnen angekommen. Im Nachgang werden Sie auch noch die Möglichkeit bekommen, dass Sie das Jahrbuch Promotion der Universität Jena zugeschickt bekommen. Darin sind auch mal alle Promovierten mit den Titeln der Dissertation aufgeführt, auch immer ein sehr beeindruckendes Werk über die Forschungsleistung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, was hier erfolgt. Ja, normalerweise gehört es nun auch zur Tradition des Schillertags, dass es dann am Ende auch ein Gruppenbild der Promovierten gibt. Da wollen wir online auch nicht drauf verzichten. Wir können nicht in den Innenhof vom Uni-Hauptgebäude gehen, aber wir bitten Sie dann alle, Ihre Kameras anzumachen, wenn Ihre Fakultät aufgerufen wird. Und es wird dann ein Gruppenbild als Screenshot von jeder Fakultät erfolgen. Die Namen der Promovierten werden durch Herrn Professor Kantner verlesen. Ja, wir würdigen nun die Doktorandinnen und Doktoranden der verschiedenen Fakultäten, 7 an der Zahl. Und wir beginnen mit der Theologischen Fakultät. An der Theologischen Fakultät ist der Abschluss mit dem Dr. Theol versehen und das haben erreicht Matthias Michael Gernhardt, Kerstin Kraus und Katrin Wörn. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen. Jetzt sollten Sie sich Kamera einschalten und dann wird ein Foto von Ihnen gemacht. Alle drei. Genau, Herr Gernhardt. Die Urkunde ist da. Und es fehlt noch Frau Wörn ist da, Frau Kraus ist nicht da. Gut, dann kriegen Sie ein Zweierfoto. Guck auf den Fotografen. Der schaut natürlich, dass sie ganz besonders freundlich lächeln, damit das gut klappt. Aber ich glaube, wir sind jetzt durch. Ne? Alles klar? Gut, ganz herzlichen Dank und alles Gute auf dem weiteren Weg. Wir kommen dann zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Dort promoviert man mit dem Dr. Rea Poll. Und das haben erreicht Johann Hermstrüver, Nico Herrmann, Elisa Hoffmann, Philipp Hoschmann, Christina Strobel und Rena Willig. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen. Und wenn Sie sich uns jetzt zuschalten. Sehr schön, ja. Wir hätten Platz für 6 Persönlichkeiten. Halt's ein bisschen zurück, Elisa, ist zu nah an der Kamera. Alles klar, ganz herzlichen Dank und alles Gute auf dem weiteren Weg. Wir kommen dann zur Philosophischen Fakultät. Dort schließt man mit dem Dr. Phil ab. Und das haben erreicht Selma Akol-Göktas, Hajar Amin, Christian Faludi, Shimar Hamad, Hendrik Heimböckel,
Katrin Klausmeier, Yuhong Li, Lydia Merkel, Massimo Minelli, Anna Pikan, Devananda Rambo-Quelle, Dirk Schröder, Anja Thiele, Alexandra Tümmler und Yu-Yan Su. Wenn Sie sich auch zu uns schalten. Ah, der Bildschirm wird schön voll, wunderbar. Prima, wir sind durch. Ganz herzlichen Dank und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Wir kommen dann zur Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Dort schließt man auch mit dem Dr. Phil ab. Und das haben erreicht Romina Gavlyta, Gesa Griese, Anna-Sophie Heinze, Robert Jende, Julia Mülek, Sebastian Pusch, Annalina Ralf, Carolina Rehrmann, Anne Röver, Robin Saalfeld, Laura Sperl, Lisette Weise und Caroline Wick. Schalten Sie sich dazu. Der Fotograf steht bereit. Ganz herzlichen Dank, alles Gute für Ihren weiteren Weg. Wir kommen damit zur Fakultät für Mathematik und Informatik. Dort kann man auf unterschiedliche Arten promovieren. Einmal mit dem Dr. Inch, Dr. Ingenieur. Das haben erreicht Samira Babalu, Ralf Seidler und Marcel Simon. Und zum anderen kann man mit dem Dr. Reanat abschließen. Das sind Björn Bartz, Stefan Jäger, Jan Kottbarty, Julius Lang, Holger Metzler und Melchior Wirth. Schalten Sie sich bitte dazu. Gut, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Wir kommen dann zur Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät. Dort kann man auch zum einen mit dem Dr. Inch, dem Dr. Ingenieur, abschließen. Das haben erreicht Juliane Brandt-Slowik, Eliana Fernanda Cordero, Thilo Grames und Shigeki Sawamura. Und mit der Alternative den Dr. Reanat haben abgeschlossen Saunak Das, Robert Freund, David Kaiser, Martin Klapper, Annika Künne, Ala Eldin Mahmoud, Veselin Nasufovic, Christoph Neumann, Martina Stelmaschuk-Gorska, Pelin Sungur, Rui A. Vayuno und Chikyong Sang. Schalten Sie sich dazu. Und wir nehmen die Fotos. So, ganz herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Und wir kommen last not least zur Fakultät für Biowissenschaften. Dort kann man zum einen mit dem Dr. Reanat abschließen. Das sind Elias Amro, Anne-Katrin Dietl, Maximilian Dörfer, Jens Esken, Diego González Cabanelas, Saga Gor, Mohamed Hassan, Mai Huang, Marcel Keller, Jun Lin, Sarah Nies, Julian Sartori und Christian Schiffmann. Und zum Zweiten kann man auch wählen mit dem PhD, dem Doctor of Philosophy, dem amerikanischen Konzept abschließen. Und das sind Anasuya Chakrabarti, Marivic Martin und Nicoletta Papaevinigio. Bitte schalten Sie sich dazu. Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Und damit hätten wir die Promotionsurkundenübergabe, die virtuelle, beendet.
Vielen Dank auch an dich. Ich bin begeistert, dass viele der ihre Promotionsschmuckurkunden, jetzt die Gratulationsurkunden, auch schon in die Kamera gehalten haben, dass also vieles tatsächlich angekommen ist. Bei denen, wo es noch nicht ist, hoffe ich, dass das demnächst auf dem Postweg dann auch angekommen ist. Gerade die, die im Ausland sind, da kann es sich dann doch vielleicht das ein bisschen verzögern. Wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende der Feierlichkeiten. An dieser Stelle möchte ich erstmal ein riesiges Dankeschön an alle diejenigen noch äußern, die vor und hinter den Kulissen hier zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an unsere Festrednerin, Frau Professor Hottenrott, und an die anwesenden Präsidiumsmitglieder. Danke aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Multimedia-Zentrum und meine Kolleginnen und Kollegen von der Graduiertenakademie. Vor den abschließenden Worten des Präsidenten hören wir noch einen musikalischen Beitrag des Psychochors. Handelt sich hierbei um einen Konzertmitschnitt aus der Vor-Corona-Zeit von 2019, knapp bevor das gemeinsame Singen in großer Gruppe dann erstmal nicht mehr möglich war. Und zwar mit dem Song »Wir hatten eine gute Zeit«. Und ich hoffe, dass Sie auch eine gute Zeit hatten, sowohl hier während Ihrer Promotion oder Forschungszeit an der Uni Jena, aber auch heute in Ihrer Feierstunde. Vielleicht lassen Sie den Tag ja noch im privaten Kreise etwas ausklingen, stoßen mit Familie und Freunden an. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihre weitere Zukunft und hoffe, dass wir gelegentlich von Ihnen hören. Und jetzt verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bleiben Sie aber bitte noch online, dass Sie dann nach dem musikalischen Beitrag noch die abschließenden Worte von Herrn Professor Rosenthal hören können. Vielen Dank.
Ja, wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich möchte nochmal allen zur Promotion ganz herzlich gratulieren. Ganz besonders auch den Preisträgerinnen und Preisträger und natürlich auch zum Rowena-Morse-Preis. Ich hatte vorhin am Ende unseres kleinen Gespräches davon gesprochen, dass wir Ihnen gerne einen Auftrag mitgeben möchten. Ich hatte gesagt, geben Sie viel von dem weiter, was Sie an Ihrer Alma Mater gelernt haben, bringen Sie sich ein. Man kann das natürlich jemand noch viel besser sagen, der mit der Sprache begabt umgegangen ist, und das ist Friedrich Schiller, der Namenspatron unserer Universität. Er hat das dann so formuliert: Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft sie erwartet, etwas dazu zu steuern, können sie alle. Jeder kann etwas beitragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie Ihrer Alma Mater verbunden. Zur Alma Mater gehört übrigens auch der Psychochor, den Sie jederzeit und überall auf der Welt hören können. Alles Gute Ihnen.